Hallo, Markus hier von Womovlog. So, wir sind in Holland mit unserem, ich schwenk mal rum, ne? Man sieht wahrscheinlich so im Hintergrund, da ist ein neues Wohnmobil. Zeige ich euch irgendwann mal noch später. Und was macht man, wenn man ein neues Wohnmobil hat? Ich drehe mich mal rum. Die meisten von euch werden es kennen. Wir sind bei Obelink. Ist ja nicht so, dass ich das nicht kenne hier. Ich habe ja diese Richtung 7000. Ja, 2 Jahre gewohnt. Daher war es natürlich klar, dass wir öfters bei Obelink waren. So, dann gehen wir mal los und gucken mal, was drin ist. Wird, glaube ich, gerade recht voll. Es ist Samstag. Viele Camper stehen hier schon rum. Mal sehen, wie es drin aussieht. Bis gleich. Hier war einer der größten Camping-Zubehörhändler europaweit. Liegt in Winterswijk oder Winterswijk. Ich habe früher in Südlohn gewohnt, das ist hier quasi um die Ecke. Ich hoffe, ich werde es nicht schwindelig, weil ich hier mein Handy oder beziehungsweise meine Kamera hier am Pendeln habe. So, ich melde mich dann wieder von drin. Wir werden mal sehen, was denn drin alles neu ist. Ich glaube, die haben hier schon wieder umgebaut, seit ich das letzte Mal da war. Okay, hier sind wir gerade am Eingang. Es gibt leider kein Geruchsinternet, sonst würde der riechen, dass hier es nach Campingplatz riecht oder nach Toilettenzusatzmittel. Die stehen ja alle am Eingang oder am Beginn des Einganges. Hier beginnt es dann mit Nippeskram. Da hinten haben wir Elektroartikel, Toilettenpapier. Ja, eine leere Kabeltrommel brauche ich noch. Die muss ich noch einpacken. Ah, ich sehe da hinten schon einen Brennstuhl. Die werde ich mitnehmen, weil dann mein Kabel, das auf der Seite, die Orange da hinten habt, das muss ich umbauen. Das ist das Erste, was ich jetzt brauche. Und dann bis später. Ja, Zwischenstand. Schwenk mal den Wagen. Wie gesagt, Kabeltrommel. Noch ein Kabel, 10 Meter. Damit ich die 25 Meter nicht mehr ausrollen muss. Ah, meine Frau natürlich Omnia. An die Rutschmatten, Fußmatte, weil wir sauen uns gerade das Wohnmobil mit den sandreichen Schuhen ein. Wir haben ja schließlich Winter. Ja, hier haben wir mal wieder die Putzer. Meine Frau mich verdonnert, ich muss einen frischen mitnehmen, nachdem ich den letzten beim Wohnwagenputzen kaputt gemacht habe. Also werde ich wohl einen mitnehmen müssen, sonst kriege ich echt Ärger. So, hier geht's nach oben. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, wenn er jetzt wackelt, ich gehe gerade die Treppe hoch. Hier habt ihr zweite Wahl Produkte. Hier steht es auf Holländisch. So übersetze ich das jetzt mal. Also alles ist schon mal, ja, nicht gebraucht war, aber ein wenig die. Ein wenig die Kartons aufgerissen sind oder ein bisschen angeschlagen sind, aber immer noch soweit gut funktionieren. Da drüben ist noch das Lager, da kommt man nicht durch. Könnt ihr euch mal umschauen, wie es hier in der zweiten Lage ist. Wollen wir mal sehen. Ja, ihr findet hier immer so Schilder mit der Route. Das Ganze ist aufgebaut wie bei IKEA. Die führen euch durch den kompletten Laden durch. Ihr könnt aber auch zwischendrin abkürzen. Also wie gesagt, ich kenne das Ganze von IKEA, ja, daher ganz normal. So, hier hinten haben wir noch ein lustiges Zelt. Wer auf den T1 steht, kann sich hier für 499 noch ein kleines Zelt zulegen. Ich weiß nicht mal, ob das die Originalgröße ist. So wie es aussieht, sogar ein Samba-Bus. Wenn ihr ein Original kauft, seid ihr bei 100.000 dabei. Natürlich gibt es hier auch eine riesen Auswahl an Zelten aller Art. Die Dachzelle habe ich euch schon gezeigt. Ah, natürlich findet ihr auch kleine Zelte. Wenn die Kinder mit wollen, könnt ihr die vor das Wohnmobil oder vor den Wohnwagen stellen. Findet ihr ja jeglicher Preisklasse. Hier zum Beispiel, ne? Kuschelzelt 99 Euro, finde ich noch echt vertretbar. Da hinten sind die größeren. Wenn es gerade ein bisschen rappelt, hier bei Obelink ist heute Inventur. Deswegen ist hier die Hölle los. Wer mehr auf die Safari-Ausstattung steht,
kann sich ja natürlich auch so ein Rundzelt mit Jute oder so eine genannte Jute, sogar mit Heizung, wenn ich so richtig sehe, nehmen. Ich fülle mal kurz rein. Mit Ofen drin. Ich hoffe, ihr seht jetzt was wegen dem Licht. Auf die Kamera macht's mit. Das Ganze auch in groß. So, Entschuldigung für das Flimmern, da kann ich nichts für. Das ist von der Beleuchtung her. Im zweiten Stock findet ihr eine riesen Auswahl an Vorzelten. Und auf der anderen Seite, quasi hinter mir, habt ihr dann Ausrüstung oder Ausstattung für die ganzen Markisen, die am Wohnmobil dran sind. Seitenteile. Wie gesagt, hier habt ihr dann die ganze Ausstellung für die Vorzelte, für die Wohnwägen. Leider wieder flimmern von der Beleuchtung her. Hier oben habt ihr auf der zweiten Etage noch das Restaurant. Und hier in dem ganzen Bereich das ganze Kleinkram, sage ich mal, was das Camperleben einfacher macht. Müsst einfach mal, wer da seid, durchgucken. Da findet ihr sicher was, was ihr gebrauchen könnt. Auch bei mir hat einiges von dem Zeug hier den Weg in den Einkaufskorb gefunden. Ja, im Untergeschoss habt ihr noch hier eine ganze Auswahl an Outdoor-Kleidung, eine Riesenauswahl an Wander- und Trekking-Schuhen, Rucksäcke, Bekleidung. Alles, was man fürs Outdoor-Leben braucht. Ja, und hier habt ihr dann, was sich alles in den Stockwerken befindet, Stockwerk 0, 1 und 2. Lesen könnt ihr, was ihr alles findet. Oben habt ihr noch Gartenausstellung und Gartenmöbel. Also nichts für Camping. Ja, soweit zu unserem Einkauf bei Obelink. Wie ihr gesehen habt, es hat sich in Grenzen gehalten. So viel war es gar nicht. Das meiste können wir ja übernehmen vom Wohnwagen. Wer meinen Trailer gesehen hat, weiß ja, dass wir vorher mit dem Wohnwagen unterwegs waren. Tja, so viel zum Einkauf in Holland. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, drück die Glocke, dann wirst du informiert, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Und natürlich kostenfrei den Kanal abonnieren. Dankeschön und bleibt gesund.